So, weiter geht's mit der Jubei-Reise. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich eben gerade für Probleme hatte. Denn mein Soundaufnahmeprogramm ist einfach mal abgeschmiert. Wie ich dazu gekommen bin, meine Stimme noch zu retten, das erkläre ich euch einmal in einem Tutorial, das demnächst folgen wird. Übrigens ist mich das schon in Sly auch passiert. Ihr kennt das Aufnahmeprogramm, aber es gibt da einen Trick, wie ihr diese Dateien nochmal retten könnt. So, ja. Aber das war auch leichter gesagt als getan, denn als ich denn den Sound in Videobearbeitungsprogramm einfügen wollte, da kam dann nur so ein Geräusch wie. Tja, ich habe auch noch eine andere Technik rausgefunden. Warte mal, ich erzähl mal ein bisschen. Ja, ich habe eine andere Technik rausgefunden. Und zwar habe ich. Konnte ich nochmal froh sein, dass dieser Sound von meinem Aufnahmeprogramm abspielbar war in Windows Media Player. Da ging's. Und ich bin so schlau gewesen, habe den Bildschirm aufgenommen. Und man hört natürlich auch den Sound. Also, ach, komplizierte Geschichte. Ich erkläre es euch mal in Tutorial, wie gesagt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter hier. So, ein enger Gang. Hoffentlich kommen jetzt hier keine Zombies. Oh! Als hätte ich es geahnt, ja? Ja, dieses Spiel hier hatte ich ja. Na, der blockt doch nicht so blöd, Mann. Hallo! Ja klar, alles klar, hallo! Ey! Jetzt reicht's. Wenn du nicht willst. So. Bisschen geheilt, jawohl. Ja, das Spiel hatte ich ja pausiert. Ich hoffe nur, dass es nicht die Zeit weitergezählt hat, weil sonst bin ich ja echt ein Noob. Oh, ich dachte, das ist hier Dings hier. Kaum hält man sich schon. Sind sie so rotzfrech? Und ich sehe nichts. Gut, da ist die Perspektive ein bisschen doof. Und ich speichere überall, wo ich speichern kann. Das kann ich hier nicht riskieren. Also, so ein toller Pro-Gamer bin ich nur auch nicht. Im Gegenteil. Ich bin ziemlich schlecht als Spieler. Es gibt bei weitaus bessere Spieler und bessere Let's Player. Und ja, darum speichere ich überall. Nun geht doch mal raus hier. So. Welche speichert, wa? Geht's hier noch weiter? Oh, hier geht's auch noch weiter. Okay. Oh, die G Gänge werden immer enger. Geschichtsbuch, okay. Ich höre wieder jemanden. Was haben wir hier? Nix. Ah, gehen wir mal hier hoch. Oh! Wo kommt der denn her? Also die Gegner, die sind auch ganz schön, ne? So, komm, mach doch mal. Ah, Mist. Oh, noch geschafft. Da war ich diesmal schneller. Haha. Na, kommt noch wer. Ich bin doch mal eine Spezialattacke machen. Na, krieg ich die Onimusha-Selle noch? Wenn sie mal aus dem Knick kommen würde, dann natürlich ja. So. Nun, geh mal hier hoch. Achso. Ich wollte X drücken, weil bei Resident Evil gab es Situationen, da konnten die Gegner nicht alleine hoch. Oh. Are you okay? Uh-oh. Ihr denkt wohl, ihr könnt uns hier jetzt zeigen, ja? Könnt ihr uns Angst machen, weil ihr jetzt hier die Türen versteckt. Blockiert, aber da habt ihr euch geschnitten. Wir sind nämlich ein gutes Team, Ecke und ich. Das will ich mal euch sagen. Ihr Dämonen. Hier, ein Tritt im Bauch.
Ja. Ja, was willst du denn noch? Hast du nicht gesehen, was wir mit deinen Gegnern machen? Ecke und ich, wir haben beide den Finish Move gemacht. Das finde ich ja cool. Ja, doppelt hält besser. Ja, bei Ecke dreifach besser. Ein Wanst. There's a baby. Nix gegen Kinder. Ich bin selber erst letztens wieder Onkel geworden. Juhu! Oh mio! Oh mio! Hihi! Oh my baby! My baby! Ja. Thank you very much! Ja, ja, natürlich, sicher! What? Auch wenn ich nicht wusste, dass da ein Kind liegt. Daughter. You didn't mean baby daughter, did you? This is too good. She is very cute. Hold her tight, Ecke. Oh, no. Easy. Shh, easy. You're safe now. Ecke wird sentimental. This is my baby. My daughter. What? Was? When the castle fell, my daughter was crying like this. I did everything I could to rescue her. Setting the fire. She... Ecke. When she was born, I promised her. When she grew up, I would become a feudal lord and make her a princess. So I... So... Das ist traurig. So... Please, take great care of her. Yes, sir. Puh, ganz schön heftig die Geschichte. Also, Onimusha ist ein ziemlich emotionales Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, nichtsdestotrotz, wir gucken erstmal auf die Karte und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo die Schnelltaste ist für die Karte. Wenn es sie überhaupt gibt. Ja, ja, da geht's noch lang. Ja. Hier geht die Geschichte nicht weiter, denke ich mal. Darum können wir hier erstmal weitergehen durch die Räume. Denn wir müssen eh zurück. Ah, oh, du mit deinen scheiß Bogen schon wieder. Übrigens, ich habe mir so, während ich mal eine kurze Pause eben gemacht habe, überlegt, wofür wir den Bogen haben. Und warum der nicht in der Waffenanzeige zu sichtbar ist. Das liegt daran, naja gut, das ist ja eigentlich eine Waffe. Aber den brauchen wir, um genau diese hier, diese Gegner mit Pfeil und Bogen selbst mit Pfeil und Bogen besiegen zu können. Da macht sich das ganz gut. Pflanze kann man immer gut gebrauchen. Ja, und wir sehen so ein ähnliches Teil wie in der Mine. Diesmal bin ich nicht so blöd, dass ich da 3 Stunden rumsuche. Wir kriegen anscheinend wieder eine neue Waffe. Läuterungsamulett. Hui. Geh mal wieder schnell zurück in dein Kaminfenster. Du hast dich wohl in der Tür geirrt. Brandpfeile.
Es scheint auf die Unikraft zu reagieren. Man sieht darin die Erde beben. Aha, wir kriegen also demnächst eine Waffe mit der Kraft der Erde. Geht's hier irgendwo runter? Nee. Gut, gehen wir erstmal zurück. Weiter kommen wir hier nicht. Hallo. Was? Jawohl. Gut gemacht. Oh. Ich würde dir auch gerne helfen, aber ich kann ja nichts machen. Na, tschüss. Die Frage ist nur, ob sich das jetzt negativ auswirkt, dass ich ihm nicht helfe. Oh, der Gegner hier. Der ist stark. Ja. Der ist stark, sage ich euch gleich. Darum? Nein. Hallo. Ah. Gib mir mal schnell was zu heilen, ey. Ja, der... Ach, ich hau jetzt ab. Das ist mich zu doof. Ja, also vor den Gegner hier mit den lilanen Bums da drinne, vor denen habe ich Respekt. Wenn der einmal zulangt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das reinhaut. Und ich komme hier gerade nicht. Ich komme aus dem. Ah, no. Ah, Mist. Immer. Ich hätte jetzt auch gerne. Wo ist denn hier die Tür? Hallo! Ja, hat mich jetzt sehr viel gebracht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man diese Onimusha-Kraft nicht gezielt dann einsetzen kann, wenn man es braucht. So, ich überlege mal jetzt hier noch. Nee, ich mache jetzt erstmal hier Pause. Okay, denke mal. Denn der macht sich hier nicht so schön. Er sieht scheiße aus und... ja, ich laber wieder dumm rum. Los hier! Special Move! Zack! Oh, ich finde den Move so geil. Hier nochmal? Nee, wir sollten... Ich kann auch gar nicht mehr. Ich hätte mir das lieber... Auf. So. Das war's für dich. Nee, ich hebe mir das nicht auf. Ich kann auch gar nicht mehr. Oh, hier kommen wir noch. Hallo, ich will meine Aufnahmen beenden. Oder lädst du für mich das Video hoch, was lange hochzuladen ist? Ey, sag mal, hast du mich nicht verstanden oder was? Es kostet Zeit. Sag mal. So, jetzt rein. Also sag mal. Das ist doch wohl nicht wahr. Hast du das nicht verstanden? Kannst du mich verstehen? Boah. Oh, das war auch so ein spezieller Move. Hier kommen ganz schön viele. Mister Name. Ja, ich sollte auch mal blockieren. So, jetzt blockiere ich mal, damit es cool aussieht. Jetzt reicht's aber, ja? Ne? Noch wer? Okay. Wir haben ja noch ein paar Heilkräuter. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bleibt dran, es ist spannend. Bis dann!